SPD ist der nächste Redner. Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich frage mich oft, warum Sie das Grundgesetz und die Auslegung und den Wortlaut kritisieren und immer das Wort Freiheit in den Mund nehmen. Sie müssen eigentlich der größte Fan der Freiheiten des Grundgesetzes sein, denn es gibt Ihnen die Möglichkeit, dieses Haus mit den größten Dummheiten der Welt zu überziehen. Wenn man über das Bundeswahlgesetz oder über das Parteiengesetz redet, das Gegenstand in diesem Haus ist und der Name der AfD-Fraktion fällt, dann denke ich oder denken alle da draußen zuvörderst an Themen wie Verdacht auf verdeckte Parteienfinanzierung, dubiose Goldgeschäfte zur Umsatzsteigerung, Spenden an die AfD aus dem Ausland. Und wenn Sie Kandidatinnen brauchen, dann müssen Sie schon im Ausland wildern gehen. Dass die AfD-Fraktion sich jetzt anschickt, die Verhinderung von Gleichberechtigung von Männern und Frauen Vorschub zu leisten, sich in innerste Angelegenheiten von Parteien anzumischen, verwundert doch angesichts dieser eigenen erheblichen Unzulänglichkeit. Zugegeben, verfassungsrechtliche Debatten sind schwierig, es gibt nicht immer ein richtig und falsch und angesichts so vieler schlechter Juristen ist das auch kein Wunder. Aber Vergleiche sind auch immer schwierig anzustellen. Deshalb versuche ich mal einen Vergleich, gegen den man sich schwerlich wehren kann. Die Frauenanteile in Prozent nach den Fraktionen betragen. Bei den Grünen 58%, bei den Linken 54%, bei der SPD 42%, bei der FDP 24%, bei der Union 20% und bei der AfD 11%. Selbst die Fraktion mit dem zweitgeringsten Frauenanteil ist immer noch doppelt so gut wie die AfD. Herr Kollege Özdemir. Entweder haben Sie nicht genug Frauen in Ihren Reihen, die auch eine Kandidatur anstreben, oder die Frauen meiden die AfD. Beides kann man den Frauen dieses Landes auf keinen Fall vorwerfen. Herr Kollege Özdemir, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin von Storch? Ich würde die Zwischenfrage gestatten, wenn sie zuvor eine meiner Fragen beantwortet, wenn das geht. Ja, das kann sie schlecht. Sie kann ja nicht Ihre Fragen beantworten. Weil ich würde also gerne lassen Sie die Zwischenfrage zu, ja oder nein? Ich würde gerne testen wollen, ob Sie Ihren Gesetzesentwurf selber gelesen haben. Also ich würde Sie jetzt bitten mit dann, ja oder... Dann gestatte ich es nicht. Nicht. 100 Jahre. Sie hätte sich ja stellen können. 100 Jahre, nachdem Marie Juchacz als erste Parlamentarierin, als Freie und Gleiche in diesem Haus gesprochen hat, möchte ich deshalb meine Redezeit dazu nutzen, Ihnen darzulegen, wofür die SPD steht und welche Haltungen wir zu dem Thema haben, anstatt meine Redezeit darauf zu verschwenden. Wir wollen den Frauenanteil im Deutschen Bundestag erhöhen, unter Beachtung folgender Grundsätze im Übrigen. Die Quotenregelung, die die Parteien des Deutschen Bundestages und einige praktizieren, Sie, wir haben das gerade gehört, möchten wir harmonisieren und zu einer gesetzlichen Regel auch ausgestalten. Die hohen verfassungsrechtlichen Hürden im Hinblick auf die Eingriffe wollen wir aber auch politisch und verfassungsrechtlich würdigen. Die bisherige Praxis der durch diesen Gesetzesentwurf auch verächtlich gemachten Parteien, die geschlechtsbezogen quotierte Listen dem Wahlvolk bei jeder Wahl vorlegen, sind im Übrigen zu keiner Zeit und ansatzweise beanstandet worden von Wahlleitungen oder der Verfassungsrechtsprechung. Der Schutzauftrag von Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz muss mit den Wahlrechtsgrundsätzen aus Artikel 38 Grundgesetz innerhalb unseres Systems von Erst- und Zweitstimmen auch in Einklang gebracht werden. Die Frauenanteile in den Fraktionen zeigen, dass es bereits jetzt möglich ist, mehr und echte Gleichberechtigung herzustellen, wenn alle Parteien ihre Listen zu quotieren auch verpflichtet würden. Die primäre Möglichkeit, ein Bundestagsmandat zu erreichen, ist allerdings immer noch das Direktmandat. Hier entscheiden sich die Parteien in ihren Gliederungen und vergeben eine einzige Kandidatur je Wahlkreis. Und welches Verhältnis am Ende unter Männern und Frauen der direkt gewählten Abgeordneten zustande kommt, ist ausschließlich dem Wählerwillen vorbehalten. Und das tastet derzeit auch niemand an. Quoten im Rahmen von Listen verursachen Unwuchten. Aber genau das ist ihre Aufgabe. Das ist ihre Aufgabe, eine Unwucht zum Ausgleich einer anderen Unwucht. Diese greifen in die demokratischen Mehrheitswahlergebnisse ein, indem sie einen überlegenen Zählwert möglicherweise eines Stimmergebnisses im Hinblick auf den Erfolg, der sich realisieren soll, auch verkürzen. Wenn man jedoch die Rahmenbedingungen parteiinterner Wahlen gemeinsam setzt, dann kann man sich darauf auch in dieser Auseinandersetzung einstellen. Entscheidungen um Spitzenkandidaturen, und dazu zähle ich jetzt auch einfach mal die Direktmandate, und dafür
garantieren Sie diesen benachteiligungsfreien Zugang. Und diesen benachteiligungsfreien Zugang müssen wir im Übrigen auch auf die Landeslisten ausdehnen und vollstrecken. Und genau diese Umsetzung von den praktizierenden Parteien Grüne, Linke, SPD des heute geltenden Wahlrechts führt heute schon verfassungsrechtssicher zu einer Steigerung des Frauenanteils des gesamten Deutschen Bundestages und wird ein jedes Mal im Rahmen einer demokratischen Entscheidung von der jeweiligen Parteibasis bestätigend fortgeschrieben. Und seien wir doch mal ehrlich, und das wäre meine Frage an Sie gewesen, Frau von Storch, Sie schaffen es nicht, in Ihrem Gesetzentwurf mehr als 2 Fundstellen beizubringen, die von einer Unzulänglichkeit oder von einer Unzulässigkeit wahlrechtlicher Geschlechterquoten sprechen. Und diese 2 Fundstellen sind auch noch in sich so derartig verwoben, dass sie aufeinander verweisen. Wenn Sie doch hier Gesetzentwürfe vorlegen, dann bitte ich Sie, arbeiten Sie handwerklich, wissenschaftlich oder politisch auch präzise. Und nicht alles, was umstritten ist, ist auch gleichzeitig rechtswidrig oder verfassungswidrig. Es ist ein Diskurs. Und keine Quote hat je eine Mandatsträgerin oder einen Mandatsträger hervorgebracht, sondern es war stets der Mut einer jeden Frau und eines jeden Mannes, sich in einem chancengerechten Wettbewerb dieser demokratischen Auseinandersetzung zu stellen, um am Ende für seine Überzeugungen zu werben und mit diesen Überzeugungen auch aufgestellt und gewählt zu werden. Folgt man hingegen dem AfD-Entwurf, verstößt man gegen den grundgesetzlichen Schutzauftrag der Gleichberechtigung. Im Übrigen verstößt man gegen diverse Regelungen vom Parteiengesetz. Kollege Heveling hat das gerade dargestellt, das spare ich mir jetzt. Und nebenbei, und das ist besonders verwerflich, tritt man 100 Jahre hart erkämpfte Frauenwahlrechte. Das ist die AfD-Position und das sollen alle Frauen in diesem Lande auch hören. Der Grundsatz der Gleichheit der Wahl ist keine Gleichmacherei, sondern die Herstellung von Gleichheit von Chancen. Ein Anwendungsdefizit, wie der Gesetzentwurf es darlegt, ist aus meiner Sicht nicht erkennbar. Unsere Verfassung ist dem Wandel zugänglich. Sie lebt davon, sie ermöglicht uns so ein Leben in Frieden, Fortschritt, Wohlstand und Schutz vor Diskriminierung. Und sofern Sie dieser Wandel auch von einem gesellschaftlichen Wandel gleichzeitig begleitet wird, schaffen wir es auch, für mehr Gleichberechtigung in unseren Parlamenten zu streiten. Ich denke, die Zeit ist reif. Sie sind von gestern und zum Glück hat das Grundgesetz auch gegen ewig Gestrige seine eigenen Vorkehrungen getroffen. Das werden wir hoffentlich bei der nächsten Wahl auch sehen. Und die Frauen in diesem Land werden diskutieren, was Sie heute hier veranstaltet haben. Zu einer kurzen Intervention erteile ich das Wort der Kollegin Beatrix von Storch.